Hier stehen zwei Neuzugänge des SC Preußen, nämlich Sandrino Braun und Jeron Al-Hazaimi. Ihr beide habt eure erste Trainingseinheit beim SCP gerade absolviert. Schaut auf die Tribüne und seht begeisterte Fans. Wie war denn so der erste Eindruck hier, Sandrino? Auf jeden Fall geil, wenn man so viele Fans direkt im ersten Training hat, und sowas bin ich gar nicht gewohnt und war richtig geil. Ich nehme an, du wirst nicht widersprechen, oder? Nee, in Lotte hatten wir, glaube ich, im Schnitt 500 Zuschauer gehabt und jetzt sind hier schon 250. Ja, ist natürlich super, dann die erste Einheit so zu trainieren. Du hast jetzt natürlich gestern auch gesehen, dass deine Ex-Kameraden in der DFB-Pokal gegen Bremen spielen. Die verlängern auch gerade nach und nach, aber ich denke, bereut hast du es trotzdem nicht, nach Münster gekommen zu sein, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ich denke, das ist für mich persönlich der richtige Schritt. Und ja, schauen wir mal, was halt in der Saison so auf mich zukommt. Sandrino, du hattest im Mai einen ziemlich schwarzen Tag mit den Stuttgarter Kickers. Ihr seid in letzter Sekunde noch abgestiegen. Wie hast du denn die Zeit genutzt, um dich erstmal wieder von diesem schweren Tag zu erholen? Ja, ich war im Urlaub mit meiner Freundin, habe alles sacken lassen. Und das ist jetzt alles vorbei, das ist Geschichte, leider sind wir abgestiegen, aber ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung hier. Ihr seid beide Spieler, die, glaube ich, auch durchaus den Anspruch haben, hier vorwegzugehen, Führungsspieler zu sein. Zumindest erwarten das die Fans von euch, erhoffen sich das die Trainer das von euch. Könnt ihr dem gerecht werden? Seid ihr Jungs, die vorangehen auf dem Platz und auch daneben? Das wird sich rausstellen, also ja, schauen wir mal. Ich denke mal schon, aber ja. Du spielst ja schon ein bisschen länger Fußball. Ja, ein bisschen. Ja, man muss erstmal gut in die Mannschaft finden. Wir sind jetzt erst neu hier. Aufgrund meiner Position, Innenverteidiger, muss man halt viel reden, aber ob jetzt ein Führungsspieler werde oder nicht, das wird man halt ja im Kommen der Vorbereitung halt sehen. Du siehst dich schon auch eher als Innenverteidiger, weil du in Lotte ja eine überragende Serie auf links gespielt hast. Ja, ich sehe mich, ob innen oder links, das ist für mich egal. Okay, Sandrino, letzte Frage an dich. Du bist jetzt erstmals in Westfalen, in Münster. Kommst du aber wahrscheinlich schon fast wieder vor wie im Schwabenland. So viele Ex-Stuttgarter hier um dich herum? Ja klar, das ist toll, wenn man einige kennt. Wie gesagt, ich kenne auch einen Rühlen, Ritzi, jetzt Eddie Jordanov noch. Es ist einfach toll, wenn man schon Leute kennt. Und ja, die anderen sind eigentlich auch, machen einen netten Eindruck. Und ich denke, wir sind ein guter Haufen. Sandrino, Jeron, vielen Dank und vor allem alles Gute für euren weiteren Start hier. Danke. Vielen Dank.